Willkommen zu einem neuen Video, zu einem Ich erstelle ein Sim-Video und in diesem Video geht es auch um das neue Custom-Content, was ich seit April, also seit dem letzten Video, runtergeladen habe. Ich werde nicht alles zeigen können, weil das wirklich sehr viel Custom-Content ist, was ich in der Zeit schon wieder runtergeladen habe. Ich werde jetzt ein Sim erstellen und dann sehen wir uns wieder. Ich werde jetzt die Outfits erstellen und euch dann das neue Custom-Content präsentieren. Kommen wir zum ersten Outfit hier von Nahem. Die Mods schreibe ich natürlich, also verlinke ich alle in der Videobeschreibung. Oh mein Gott, ist sie hübsch. Ist mir jetzt gerade mal so aufgefallen. Ja, hier von Nahem. Die Haare haben ja eigentlich so ein Haarband, aber irgendwie kann man das nicht ändern. Das erste Outfit, ich finde das Outfit so richtig chillig. Das glitscht da hinten zwar durch, aber ist auch egal. Ich fand das irgendwie richtig lässig mit diesem Oberteil hier. Das ist von Rhymings, kann ich generell voll und ganz empfehlen. Und die Hose ist, soweit ich weiß, von Bella Lulur. Das ist einer meiner Lieblings-Creatoren, weil er so besondere Sachen macht. Also ich finde die Hose irgendwie richtig nice. Und ja, das ist das erste Outfit. Dann kommen wir zum zweiten Outfit. Hier die Haare. Das ist einfach nur so ein Eine Flechtfrisur und dann kann man bei der Frisur, da kann man hier die wegmachen oder hinmachen und genauso die Blätter hinten in den Haaren kann man auch wegmachen. Gibt es da auch in verschiedenen Farben. Genau, und das ist das Outfit. Ich glaube, das Oberteil ist von Türkzimmer oder wie auch immer das heißt. Und die Hose ist auch wieder von Bella Lulur. Ich finde die Hose richtig besonders. Irgendwie richtig stylisch. So eine Lederhose. Das ist Outfit Nummer 2. Dann Outfit Nummer 3. Das dritte Outfit, etwas schlichter. Die Hose ist von Trilik. Die gibt es einmal Mid-Waist oder wie das heißt und dann einmal High-Waist. Genau, das Oberteil gibt es, soweit ich weiß, das war alles in einem Set. Das gibt es als Oberteil und das gibt es, soweit ich weiß, auch als Kleid irgendwo. Irgendwo? Ja, genau, hier gibt es das auch als Kleid. Genau, kommen wir zur Abendkleidung. Das hier, look at her. Look at her, look at her. Wow. Das Kleid ist einfach göttlich. Das ist auch von Rhymings. Ich habe irgendwie dieses Mal ziemlich viel von Rhymings runtergeladen. Und die Sachen, also das Kleid gibt es hier entweder komplett in einer Farbe oder eben, dass das oben in so einem Glitzergedöns ist. Und da fand ich das Blaue am schönsten. Und es ist so ein schönes Kleid. Ich hätte das gerne bitte in echt. Danke. Dann bei den Haaren, die sind, soweit ich weiß, von Rusty. Die macht eher so royale Dinge und ja, da war die Frisur hier dabei. Jetzt aufhören, dich zu bewegen. Und da kann man die Schleife wegmachen oder hinmachen. Und die Frisur gibt es, glaube ich, auch mit einem Dutt hinten oder ebenso. Genau. Ja, dann der Schmuck und
Make-up. Gehe ich jetzt nicht genauer drauf ein, aber das ist auf jeden Fall alles verlinkt. Dann die Sportkleidung. Haare sind von Sim Celebrity. Da kann man auch die Schleife hier hinmachen oder wegmachen. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo hast du dich versteckt? Okay, what? Dann ist die Frisur so. Oder eben mit der Schleife, dann sieht das Ganze so aus. Dann gibt es das Oberteil, ist von Twisted Cat. Das gibt es einmal mit langem Arm und einmal Kurzarm. Toll. Schlafkleidung, so ein bisschen sexy. Hier sieht man auch, sie hat ein Tattoo, das verlinke ich auch. Aber das sieht man irgendwie kaum. Also ich weiß nicht, was der Sim da anziehen müsste, damit man das Tattoo sieht, weil das ja ziemlich knapp ist am Höschen. ja, aber das Korsett ist auch von Bella Lure. Das sieht so schön aus. Das gibt's in so verschiedenen Farben und das Höschen dazu. Dann das Party-Outfit. Sieht aus, wie als würde sie in irgendeiner Band singen, in so einer K-Pop-Band. Vielleicht ist es ja auch irgendwie da inspiriert davon. Auf jeden Fall ist das ein Kleid von Madeline. Das gibt es auch in Silber und in Weiß. Und dann die Stiefel gibt es in Mittel und in Kurz und in Hoch. Ja, das ist eine meiner, ja, kann man schon sagen, Lieblingsfrisuren. Ich finde die Haare richtig schön. So lange Wellen. Und hier nochmal von Arm. Beautiful. Schwimmkleidung habe ich hier. Das ist eigentlich, zählt das als Unterwäsche, aber ich finde, das kann man auch als zum Schwimmen anziehen. Und das gibt es hier entweder. Also ich finde, mit diesen Mustern drauf sieht es eher aus wie Unterwäsche. Und einfarbig kann man das, finde ich, sehr gut als Bikini benutzen. Genau, das Oberteil und das Unterteil. Richtig cute. Und dann noch einen Dutt mit der Spange. Ich weiß gar nicht, ob man die Spange ändern kann. Bestimmt, oder? Bestimmt nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht hätte man das extra runterladen müssen. Habe ich nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht. Gut, dann warmes Wetter-Outfit. Das Kleid ist von Seafix. Von wem denn sonst? Denn es ist einfach grandios. Das gibt es auch in so schönen Kombinationen, also auch gerade das Blaue gefällt mir richtig, richtig gut mit den Rosen. Rosen! Und die Schuhe sind natürlich von Gius. Und die Frisur ist von Oakio. Das ist hier hinten zusammengebunden. Genau, richtig hübsch hier. Toll. Dann das kalte Wetter-Outfit. Ich liebe dieses Outfit. Würde ich auch einfach in echt genauso tragen. Der Dutt ist mega, mega schön. Ich finde, der sieht richtig schick aus. Und der ist von Enrique. Und ja, auch die Ohrringe liebe ich. Die sind auch von Rhymings. Finde ich, sehen irgendwie so edel aus. Und dann das Pulloverkleid und dann die Overknees dazu. Und die sind von Solistair, die gibt es auch in mittellang und kurz und eben die Overknees. Dann, dann war es das auf jeden Fall mit diesem Video. Die Mods sind, wie schon gesagt, in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, dann sehen wir uns in dem nächsten Video wieder. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose